Wenn wir von Virtuosität sprechen, dann sprechen wir meist von Virtuosität im Zusammenhang mit Künstlern, bevorzugt mit Musikern, als wäre es ein Privileg von Musikern, virtuos zu sein. Ich denke, dass es auch eine Art von Virtuosität gibt in der Kommunikation, in der zwischenmenschlichen Begegnung, wenn man nämlich die Instrumente der Kommunikation ordentlich beherrscht. Und ich denke, dass in diesem Punkt mein heutiger Interviewgast, der Jerzy Bojanowski, und ich sich einig sind. Erstmal herzlich willkommen, grüß dich, grüß Gott, guten Tag nach Magdeburg, Jerzy. Guten Morgen, Andreas. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Heute Ich ist bin. übrigens Mozart Geburtstag. Also Ah. danke für diese fantastische Timing Besser heute. können wir es gar nicht auswählen. Der hat was mit der Virtuosität. Absolut. Jerzy, wie lange machst du Musik? Wann bist du zur Musik gekommen? Wie bist du zur Musik gekommen? Welche Art von Musik machst du? Was ist nach der Musik deine zweite größte Leidenschaft? Sei so gut, stell dich ein bisschen vor. Ich könnte das bestimmt nicht so gut wie du. Außerdem kannst du dann die Sachen sagen, die dir wirklich am Herzen liegen. Ja, das ist ganz einfach. Ich habe angefangen in der ersten Klasse. Meine Eltern haben mich zur Musikschule gebracht und dann habe ich mit dem Klavier angefangen. Und dann habe ich gespielt, so 6 Jahre Klavier. Und da mein Vater auch in der Armee und Klarinette gespielt hat, meine Mutter etwas Geige, dann kam auch ein zweites Instrument nach 6 Jahren, das war die Klarinette. Und Klarinette, dann habe ich in Warschau studiert, in der Hochschule. Und nach dem Studium habe ich sofort die Stelle als Solo-Klarinettist in der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie bekommen. Glücklich untergekommen bin ich bis heute. Das ist schon in den 32. Jahr. Und welche Musik ich mache. Wir haben jetzt einen Chef seit 2 Jahren. Und jetzt kann ich gleich sagen, dass mir macht jede Musik auf meinem Notenpult Spaß, weil wie das gemacht wird, wie das kommuniziert wird, wie er mit uns umgeht, wie das funktioniert, dann macht mir wirklich egal, ob das Operette ist oder eine Uraufführung oder klassische Musik. Romantisch, große Freude, Tschaikowski, Brahms. Auch nationale Feiertage, wenn wir gerade Chopin-Klavierkonzert in Orchester spielen, passiert auch schon, ist oft passiert. Und ich spiele auch sehr gerne Jazz. Okay. Ich spiele sehr gerne Klavier noch dazu. Ich spiele gerne auch Saxophon und ich höre auch gerne diese Musik von, ich höre gerne gute Musik, wenn ich bei Quincy Jones lande und Jazz, Filmmusik, Soul und Klassik. Also, ich glaube, dass ich ein bisschen schlechter Bewohner bin ich. Bei mir ist immer Musik. Eines meiner Lieblingslieder von Quincy Jones ist dieses I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Das kennst du bestimmt auch. Ja, ja, ja. Ja, warte, ganz kurz noch eins. Eine Frage bist du mir jetzt noch schuldig geblieben, nämlich die Frage oder eine Antwort auf die Frage, und was ist deine zweite große Ich war Leidenschaft nach? dabei, ich war Okay, dabei. Alles entschuldige. gemerkt. Okay. Alles gemerkt. Also, ich lese gerne. Ich sehe gerne interessante Filme, also mit einer Handlung, mit einer Story, auch mit 2 Menschen, wo die Dramaturgie, wo der Kontakt, wo wirklich Story da kommt. Das gucke ich gerne. Ich habe einen Begriff kreiert, ich bin sehr beguckt. Also ist ja wirklich, dann weiß ich, und bei solchen Filmen bleibe ich hängen. Ich laufe sehr gerne, bin im letzten Jahr, ich glaube, 6 Mal Marathon gelaufen. Und in diesem Jahr stehe ich auch, also das mach ich gerne. Und ich sehe mir sehr gerne und besuche gerne Weiterbildung, Veranstaltungen. Also das ist auch ein bisschen Bücher und das sind diese Hobbys. So haben wir uns ja letztlich auch kennengelernt. Übrigens, weil du das sagtest, ich bin sehr beguckt. Vorgestern saß ich mit einem Gourmet und ja, Händler für wirklich Feinschmecker, also höchstes Niveau, Premiumprodukte im Bereich der Lebensmittel zusammen. Und der sagte: Mensch, dann haben wir doch eine ganze Flasche Wein verplaudert. Das fand ich einen Toll, wunderbaren toll, Begriff. das werde ich mir ausleihen. Das ist super. Jerzy, du machst ja jetzt auch Unterricht. Ich habe von dir mal diese wunderschöne, fand ich, Formulierung gehört, gelesen.
Üben ist, wie hast du es genannt? Üben ist. Beweise sammeln, dass ich es kann. Beweise sammeln, dass ich es kann, genau. Wie viel Prozent deiner aktuellen Tätigkeit macht das Unterrichten von Musikschülerinnen und Musikschülern aus? Ungefähr. Ich glaube, das ist leicht zu beantworten. So um die 40%. Jetzt hast du ja auch irgendwie bist in Schulen engagiert, hast, glaube ich, auch Freebies, die du anbietest. Willst du da 2, 3 Sätze drüber sagen, damit unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn sie Lust kriegen, Beweise zu sammeln, dass sie es können, also üben, vielleicht sogar mit dir. Kannst du darauf kurz hinweisen, freundlicherweise? Sehr gerne. Also ich bin, Moment, wie war der Anfang? Weil ich bin bei Freebies. Also es ist auf jeden Fall, ich bin im Konservatorium und dank des Internets kann ich auch die Musikinteressierte unterstützen bei Üben. Und das funktioniert ganz einfach. Also sagen wir, du Andreas, du spielst Klavier, du spielst Saxophon, oder du schickst mir eine Aufnahme. Oder praktisch, du hast einmal aus Versehen auf eine Rekordtaste gedrückt und mir das geschickt. Und da, aus dieser halbstündigen Aufnahme, kann ich dir sagen, wie organisierst du deine Zeit? Wie gehst du mit Problemen um? Hast du die kreative Lösungen gefunden? Und dann ist das egal, welches Instrument derjenige, diejenige spielt. Weil als Orchestermusiker, und das glaube ich, gibst du mir gleich zu, werde ich für Ergebnisse bezahlt. Bei mir kann das nicht sein, dass ich sage, ich habe geübt, nur kann ich nicht. Wenn aber ich bei Solo-Position sitze, dann kann nicht sein, dass immer irgendwas nicht funktioniert. Jetzt noch ganz, ganz konkret, was ist das Angebot für unsere Zuschauer? Genau, das Angebot ist meine E-Mail-Adresse oder einfach eine Nachricht, Audioaufnahme, halbe Stunde an meine Adresse und ich melde mich mit einem Kommentar, mit Kamera, ohne Kamera, mit Aufnahme und sage, das kann man machen, das funktioniert besser, das sind die kreativen Lösungen und damit ist das nicht nur Üben. Auf meiner Seite gibt es Blogsartikel, da ist eine davon, wie lange nur üben. Wollen wir nur üben oder wollen wir Freude haben beim Spielen? Du hast mir das Angebot ja auch gemacht. Ich werde das Angebot auch annehmen. Ich habe es nur ganz vergessen vor lauter anderer Geschichten. Aber ich reiche das noch nach. Ich schicke dir das noch. Sag mal, Jerzy, kann jeder Musiker werden? Kann jede Frau, jeder Mann wirklich ernsthaft ein Instrument lernen? Was ist deine Haltung dazu? Ich habe richtig überlegt und mir Gedanken über diese Frage gemacht. Meine Antwort ist, kann jeder Mensch sprechen? Jeder Mensch könnte sprechen, vielleicht aber hat er irgendwas Physikalisches, Physiologisches, wenn das nicht funktioniert. Also dann sage ich, ja, jeder könnte musikalisch sein, jeder ist musikalisch, jeder könnte Musiker sein, aber manchmal ist irgendwas. Also von der Einstellung, von der Psyche und so denke ich, ist das. Dann kommt immer dazwischen noch vielleicht diese Interesse, wo man sagt, nee, Andreas, ich bin gerne Fußballer oder so, aber Potenzial ist da. Absolut. Das ist ja das, was ich auch behaupte in Bezug auf Charisma, dass jeder diesen göttlichen Funken, diese besondere Ausstrahlung in sich hat. Aber bei manchen wird es eben, ich bleibe mal bei der Begrifflichkeit, aus physiologischen Gründen oder aus Gründen der Sozialisierung nicht wirklich entfaltet und entwickelt. Mit großer Trauer sehe ich Schüler, die zu mir kommen und sagen, ich kann nicht singen. Dann weiß ich, was zwischen der Geburt und unserer Begegnung passiert ist. Die haben einen Lehrer gehabt, eine Lehrerin in der Schule, hat gesagt, hier, du kriegst jetzt eine 4, eine 5, du kannst nicht. Und das ist dieser Problem, weil singen, es ist echt schwierig, unmusikalisch zu singen. Man kann die Töne nicht treffen, aber der Mensch kann das. Wir haben ja in Vorbereitung auf dieses Interview haben wir kurz darüber gesprochen, ob du vielleicht, und das passt möglicherweise gerade zu dieser Frage, die ich dir jetzt stellen möchte, ganz gut, was unterscheidet eigentlich eine Musikerin von einer Virtuosin, einen Musiker von einem Virtuosen? Kann man das, könntest du die Antwort auch musikalisch geben? Hast du ein Instrument in der Nähe, sodass du mal sagen kannst, so klingt es beim Musiker und so beim Virtuosen? Ui, das habe ich nicht. Okay, schade. Aber dann erklär's. Dann spiel's nicht vor, sondern erklär's. Ja, also ich hätte da keinen Unterschied gemacht, Andreas. Ja.
Also das ist dann mit, wenn wirklich, also oder sagen wir so, Virtuose ist der, der in sich im Klaren ist, der einfach Zeit, Ausdauer, Geduld, kreative Ideen gehabt hat und bei ihm gibt es keine, sagen wir, störende Faktoren beim Spielen. Das ist so, Ingenieure, wenn die Autos entwickeln, dann nehmen die Autos in eine aerodynamische Kammer, um alle störenden Faktoren zu machen. Wie wird das immer schneller, wie wird das besser? Und wenn das bei mir ist, wenn ich locker bin, wenn ich weiß genau, wie alle Landepunkte auf dem Instrument sind, dann schaffe ich das ganz, ganz locker. Und dann bin ich wirklich virtuos. Da sagt man, das ist auch der schnell kann, der wirklich uns begeistert. Das ist der Paganini, das ist der Mozart, Man sagt, es gibt die Mär, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber man behauptet ja, dass eine Ann-Sophie-Mutter, egal welche Jahreszeit, egal wo sie sich befindet, 7 Stunden am Tag, also die tolle Geigerin, dass sie 7 Stunden am Tag Geige übt. Und der kann man, glaube ich, das Prädikat, sie ist eine Virtuosin, zuschreiben. Heißt das in der Konsequenz, wenn man jeden Tag 7 Stunden, ich bleibe nochmal bei deiner Formulierung, Beweise sammelt, dass man es kann, also übt? Heißt das, dass jeder Musiker, wenn er nur fleißig genug, ehrgeizig genug ist, unabhängig von seinem Talent auch Virtuose werden könnte? Ja, also Talent hätte ich dann ganz, also etwas weitergestellt. Und welche Gedanken zu diesem Thema mir kommen beim Unterrichten, manchmal sehe ich bei meinen Schülern, wie es zu Hause abgeht. Also wenn ein Schüler sich nicht traut, diese Beweise auf eine unkonventionelle Art und Weise zu sammeln, einfach eine Stelle anders probieren, was weglassen, was dazufügen. Man lernt die Gegend am besten auf Umwegen kennen. Und damit meine ich auch die Musikstücke. Und so mit dieser Ausdauer, dieser Kreativität und vor allem Mut, was anderes zu spielen, wie es zu einem Zeitpunkt in Noten steht. Also ich habe eine Stelle von A nach B und sage, da mache ich jetzt Umweg über C. Und dann schließe ich die Augen, spiele ich das rückwärts, spiele ich das vorwärts und damit bin ich frei mit der Materie. Bin ich virtuose auch mit Umgang. Ich sehe sofort, was stört mich, wo ist welche Bewegung. Also eigentlich ist Klarinette spielt einfach. Fingersprache ist runter und hoch. Ja, irgendwie und in der Kombinationen, auch Klavier. Oder wie man sagt, falsche Noten weglassen. Und ich denke, dass dieses Potenzial, wenn man Mut hat, wenn man frei ist und wenn man diese Ideen hat, kommt man mit Geduld und mit Planung auch sehr, sehr, sehr weit. Mich erinnert das an Michelangelo, der mal geantwortet haben soll, wie ist es dir möglich, solche Skulpturen zu erschaffen? Und da soll Michelangelo geantwortet haben, es ist ganz einfach, du musst alles Überflüssige einfach nur entfernen. Ja, in deiner oder aus deiner Rolle, du hast ja gerade beschrieben, so ein paar Indikatoren, was für dich selber so Indikatoren sind der Virtuosität. Aber wie erkennst du als Musiklehrer, ob in der, lass es mich mal so formulieren, groben Schale, in der ungeschliffenen Schale eines Musikschülers möglicherweise das Talent eines Virtuosen, einer Virtuosin schlummert? Woran könntest du das erkennen? Du hast gerade gesagt, du kannst erkennen, wenn er dir ein Stück schickt, wie es bei ihm zu Hause aussieht, im Ja, Übertrag. ja, Aber ja, wie ja. erkennt man das Potenzial eines Virtuosen? Ja, also zu Thema, wie es ausgeht, hast du gesagt, wenn eine Stelle 5, 6 Mal gleich wiederholt wird, da kommt man nicht weit. Immer wieder an einer Stelle. Und das spüre ich. Das ist, also in diesem Moment vielleicht nicht so begreiflich, aber das ist, ich merke die Einstellung. Ich habe ein sehr schönes Zitat gehört, Kreativität ist der Sieg über die Gleichgültigkeit. Und in diesem Moment, wo ich merke, sagen wir so, nach einem Konzert im Konservatorium sprach mich der Direktor und hat gesagt, dieser Schüler hat mich sehr beeindruckt, wie der das gemacht hat. Da war vielleicht ein oder andere Ton falsch, aber
diese Einstellung und wie er das rührend dargeboten hat, das war wichtig. Und diese Einstellung fehlen vielen. Also die schnelle Finger und irgendwie schnelle Stelle reicht nicht für die Virtuosität, meine ich. Wir sind keine Roboter. Und Anne-Sophie Mutter übt auch nicht jeden Tag 7 Stunden. Sie ist auch ein Mensch. Ja, sie hat auch dann Feier und sonst was und sie muss fliegen oder fallen oder das. Also, wenn ich das höre, was du sagst, dann sage ich, 7 Stunden am Tag ist die Konsequenz dann aus, oder für mich die Erkenntnis, 7 Stunden am Tag zu üben wäre unmenschlich. Sag mal, lass uns mal von der Musik. Immer, immer. Es gibt bestimmt Phasen, wo sie das möchte und wo sagt, ja, das. Das ist gut. Nur, ich fand diese Verbindung, diese Brücke so hübsch. Ja, Jerzy, wenn wir mal von den Aspekten der Musik mehr zu der Persönlichkeit der Musikerin oder des Musikers kommen, was bedeutet denn Wirkung für eine Musikerin auf der Bühne? Oder für das ist eine schöne Frage, die ist auch verbunden mit einer anderen Frage, die heißt, sind Sie aufgeregt? Haben Sie immer Lampenfieber? Weil bei mir ist Aufgeregtheit oder diese Lampenfieber mehr auf der Ebene, wie erreiche ich das Publikum? Wie wirke ich gerade? Oder wie, ja, was kommt hinten raus bei einem Konzert? Und wenn ich dieses Publikum erreiche, dann wenn ich authentisch bin, wenn ich was zu sagen habe, auch im Orchester. Es gibt eine schöne Momente, wo der Dirigent, ich spüre das, der Dirigent macht mir einfach Platz frei. Der sagt, okay, das ist jetzt Ihr Übergang, Ihr Solo. Und Sie machen da, was Sie wollen, praktisch. Ich vertraue Ihnen jetzt in diesem Moment. Und dann machen wir das weiter. Das sind die schönsten Momente, wo man wirklich, und da spüre ich diese Wirkung. Zum Beispiel, lass mir das so sagen, letzter Satz, Mendelssohn, 1. Sinfonie. Streicher, ganz leise, Pizzicato-Stelle. Da habe ich beim Konzert kaum mich getraut zu atmen. Habe ich gedacht, das hört man, oder schlucken, das wird man im Publikum hören, wenn ich schlucke. Und dann kommt Klarinetten-Solo. Ich habe mich da gefreut und dann habe ich gewirkt mit dieser, auf diesen wunderbaren Teppich von Streicher-Instrumenten. Oder wenn ich bei Mozart zweiter Satz spiele und bin vom Orchester begleitet, dann wirke ich auch. Und wie würdest du die Wirkung des Jerzy Bojanowski auf der Bühne beschreiben? Und, lass mich noch eine Frage anschließen, gibt es einen Unterschied zwischen der Wirkung Jerzy Bojanowski auf der Bühne und Jerzy Bojanowski im Gespräch mit Andreas Baumeister? Und wenn ja, was sind die Unterschiede? Also auf jeden Fall gibt es null Unterschied, weil ich höre dir zu. Du bist ein Partner in diesem Moment. In dieser Zeit haben wir, also wir sind zu gleichen Zeitpunkt gekommen und ich höre dir zu. Und wir reagieren miteinander. Und so reagiere ich auch in einem Kammerensemble, so reagiere ich im Orchester, sage ich auch alleine und ich höre einfach, also da hätte ich gar keinen Unterschied genommen. Also wenn ich wirklich schlecht drauf bin, dann vielleicht höre ich nicht gut zu irgendwo da draußen. Bin ich vielleicht sehr auf meine Sache im privaten Leben fokussiert. Aber im Orchester, das ist irgendwie so antrainiert, dass ich immer gucke, was läuft da. Wenn die Streicher zum Beispiel haben Rhythmus und mein Solo kann nicht irgendwo abhängen. Das muss wie bei Legosteinen. Du kannst sofort verstehen, wenn da irgendwas nicht haut, dann wird dein Schloss nicht zusammenkommen. Also das ist meine Verpflichtung und ich darum bin ich immer da dabei, also denke ich. Da ist kein Unterschied, Andreas. Meine Definition oder Erklärung dessen, was Charisma ist, ist ja, es ist die Fähigkeit zu erkennen, was gebraucht wird, also hohe Wahrnehmungskompetenz. Es ist die Fertigkeit zu tun und zu sagen, was gefragt ist, also Anpassung, sich dem Rhythmus, der Lautstärke oder den Dingen, die eben im Kontext passieren, anzupassen. Und es ist die Wahrhaftigkeit, sich dabei selbst treu zu bleiben.
Meine Frage an dich, du hast die Vokabel eben schon gebraucht und ich stehe speziell mit dieser Vokabel auf Kriegsfuß, Authentizität. Ich stehe deshalb damit auf Kriegsfuß, weil wenn Menschen zu uns in die Arbeit kommen und wir machen mit denen echtes Schauspieltraining, Mimik, Gestik und solche Dinge, dann hören wir oft, ich will doch kein Schauspieler werden, dann bin ich nicht mehr authentisch. Und streng genommen ist immer wieder meine Beobachtung in der Arbeit, die ich nun seit über 40 Jahren mache, diese Aussage, dann bin ich nicht mehr authentisch, ist lediglich ein Schutzschild, um die Komfortzone nicht verlassen zu müssen. Welche Rolle spielt denn Authentizität? Ich bemühe jetzt diese Vokabel mal für einen Musiker. Das ist sehr zeitnah und sehr, sehr passend. Gestern gerade im Gespräch mit meinem Chefdirigenten. Der hat erzählt, wenn eine Inszenierung im Theater kommt, da kann man zuerst alles aufschreiben. Der soll sich jetzt nach links umdrehen, nach rechts und dann soll er lauter, leise und dann geht jetzt nach hinten, 3 Schritte, 2 und alles ist vorgegeben. Egal, ob die Situation, aber dann sagt der Darsteller, der Schauspieler, Moment, aber vielleicht passt das in dieser Form, in diesem Moment nicht. Diese Person hätte doch anders reagiert. Und dann ist diese Sache, ich glaube, dann ist das authentischer. Weißt du, was ich meine? In diesem Moment nicht vorgegeben, nicht sagen, jetzt machst du 3 Schritte nach rechts, nach links, das ist vorgegeben. Das ist in diesem, aber im wahren Leben hätte man gar nicht so reagiert. Garantiert nicht. Es gibt solche Situationen bei Inszenierungen, wo man sagt, irgendwie ist vorgegeben, jetzt habe ich meine Grenzen. Und dazu ist noch verbunden ein schöner Spruch, Grenzen meiner Sprache sind Grenzen meiner Welt. Und das nehme ich auch auf musikalischem Gebiet. Die Grenzen, die ich als Musiker habe, die beschränken mich auch, authentisch zu sein. Also die schneiden einfach von dem Potenzial was ab. Aber muss man nicht, wenn ich jetzt Musiker bin und ich spiele in der Elbphilharmonie, muss ich da nicht eine andere Rolle, weil das Publikum, ich nenne das jetzt mal Kulturschickeria, ohne jede Wertung hoffentlich, muss man da nicht eine andere Rolle spielen, als wenn ich jetzt im Bierzelt Gelegenheit habe, Mozarts, was auch immer zu spielen? Also gehe ich da nicht ganz bewusst andere Rollen? Oh, jetzt machst du mir schwierig, weil zuerst habe ich über die Frage gedacht, vom Komponisten, von Stil, von Epoche zu Epoche ist man durchaus anders. Ja. Ich kann nicht Mozart gleich wie Stravinsky spielen. Nein. Ich kann da nicht hier, also da ist ganz klare Sache, man spielt nicht immer gleich. Oder Bach, meine Klavierlehrerin hat immer zu mir gesagt, Bach spielt man nicht mit dem Pedal rechts. Ja, ja. Du musst das Pedal weglassen bei Bach. Ich spiele manchmal Gounod, also die Ave Maria. Ja. Und das spiele ich nur mit dem Pedal, weil ich es so schön finde. Ja, du spielst Pedal auch wahrscheinlich, weil du auch einen besseren Gefühl hast. Also wenn ich übe, dann lasse ich bewusst auch Pedal weg, damit ich ganz klar diese Landepunkte habe. Ja. Dann kann ich gezielt, du machst auch nicht irgendwelche beim Kochen, irgendwelche Soße einfach nur so, weil das halt besser schmiert. Oder besser schwimmt da. Und das hoffst du, dass ich das nicht mache? Ich denke schon, wie ich dein Look sehe, wie dein Auftreten, ich denke nicht, dass du so kochst. Dankeschön. Und zu Thema diese verschiedenen Sachen. Ich hänge das nicht an Publikum. Natürlich, Bierzelt ist schon ein krasses Beispiel, Andreas. Das ist schon... Ja, grenzwertig. Wir haben das auch. Ich habe das auch schon gehabt mit so einem Bläserensemble, nicht Ensemble, Bläserkapelle. Aber dann bin ich auch Profi. Und es ist egal, ob ich dort spiele oder so, da sage ich, wenn ich da jetzt engagiert bin, Gott sei Dank jetzt lange nicht, dann mache ich einfach das, wofür ich da bin auf diesem Planeten. Natürlich freue ich mich sehr über einen schönen Konzertsaal in Vilnius. Mozart habe ich gespielt einmal. Und da weißt du, das ist einfach wunderschön in so einem Saal. Da denkt man, das ist anderes Publikum. Ich will dieses P-Wort nicht verwenden und auch das C-Wort nicht, weil es wird seit März 2020 zu oft verwendet.
Aber Jerzy, ich warne dich, mit erhobenem Zeigefinger, vielleicht wirst du, wenn diese schreckliche Sache noch weitergeht, eines Tages dankbar sein, wenn du überhaupt noch live auf Bierzeltveranstaltungen stattfindest. Nein, Scherz beiseite. Wir hoffen, das, was ich gemacht habe, ich habe tatsächlich gespielt, aber dann habe ich das erst genommen, Andreas. Das hat mit mir zu tun und nicht in diesem Moment mit Publikum. Es gibt mal auch unteressiertes Publikum. Es gibt mal Publikum, das ist ein funktionelles Publikum. Die sind da, weil das ist eine Feierstunde. Ja. Und da ist Musik davor und danach und so. Und dann ist mein Job, nicht nur gut zu spielen, sondern auch die Leute sagen, ach, das ist schön. Kann ich dir was sagen, der Herr von Dohnányi, ist das der Bürgermeister, war das in Hamburg? Klaus von Dohnányi, ja. Genau. Und der hat einmal bei unserem Auftritt gesagt, ja, das war dieses Stück, war schön, aber das war, und wir haben als für Preisverleihung für Innovationspreis gespielt. Und er fand unsere Musik so berührend und schön. Und wir waren nur Teil von einer großen Veranstaltung. Wir haben Publikum erreicht. Ich muss mal einen kurzen Sidestep machen. Und zwar, ich denke gerade, während du sprichst und wir über Bierzelt sprechen, das verlassen wir jetzt auch gleich wieder, da denke ich an sogenannte Dinner-Speeches. Es gab mal so eine ganze Zeit, ich glaube, es gibt es immer noch und wird es wahrscheinlich auch wieder geben, wo Veranstalterinnen, Veranstalter, Vortragsrednerinnen, Vortragsredner eingeladen haben, damit die während des Abendessens der teilnehmenden Personen einen Vortrag halten. Ja, kenne ich. Ich habe das 2 oder 3 Mal gemacht und habe entschieden, ich mache das nie wieder, ja, weil ich nicht die Aufmerksamkeit von den Menschen bekomme, die ich als Wertschätzung erleben würde. Und die ist mir wichtig. Ja. Ich bereite mich vor, ich bin aufgeregt, ich freue mich auf die Menschen, denen ich begegnen kann. Und dann stopfen sie, die sich da das Rindergulasch oder was auch immer, die Ente zwischen die Kiemen. Wie ist das in der Musik? Würdest du solche Veranstaltungen machen oder sagst du auch, nee, das ist eher nicht meins, weil ich habe nicht die ernsthafte Präsenz der Menschen, die für ja, die ich mich engagiere. Ja. Wenn du das nicht weiter sagst, dann sage ich, ja, da sage ich auch mal ab und zu, dann spiele ich Klavier und dann in diesem Moment, wo wirklich diese Aufmerksamkeit vielleicht nicht so wahnsinnig ist, dann nutze ich das als gut bezahlte Generalprobe für mich. Also ich hole meinen Nutzen raus. Also ich bin da nicht jetzt, für mich ist ganz schlimm, wenn ich denke, die Welt benutzt mich. Und in diesem Moment sage ich, jetzt habe ich daraus bekommen. Wenn zum Beispiel, es gibt Momente, wo man eine Trauerfeier hat und so, und wenn einer irgendwo dazwischen redet oder sagt, jetzt möchte ich mich verabschieden und so, das geht nicht. In diesem Moment wird Mozart nicht gekürzt. Mozart ist so, wie es ist. Und da ist Musik sehr wichtig. Aber manchmal ist tatsächlich so, wo man spielt und ist dann mein Job auch, mal die Aufmerksamkeit durchzukriegen. Und weißt du was? Da sagen manchmal Leute, das war aber so schön, was sie gespielt haben. Und ich habe gedacht, vielleicht haben die Leute bei den Dinner auch dir doch zugehört. Nicht alle? Ich denke nochmal über zukünftige Engagements bei Dinner, bei Dinner Speech oder im Kontext Dinner Speeches nach. Ja, wenn Führungskräfte, wenn Kolleginnen und Kollegen dir zuhören, dann hätten sie jetzt wahrscheinlich schon einige Antworten auf die Frage bekommen, die ich dir jetzt erst stellen würde, weil ganz viel aus meiner Sicht Inspiration von dir diesbezüglich schon formuliert worden ist. Ich stelle die Frage trotzdem nochmal mit der Bitte um eine verdichtete Antwort. Was können Führungskräfte, was können Verkaufskräfte von dir, von virtuosen Musikerinnen und Musikern lernen? Das antworte ich sofort. Und jetzt noch zu Dinner. Denk mal an die Beatles. Wo haben die Beatles gespielt? Ja. Okay, und die haben, einer oder andere hat was von den Beatles gehört. Ja, und jetzt zu den Führungskräften, das ist auch ganz, ganz leicht zu beantworten. Du hast nach meinen Hobbys gefragt. Ich sehe auch gerne Porträts von Dirigenten und Musikern. Da hat einer gesagt, ich glaube, war das Georg Scholti, wenn ich zu Orchester komme als Gast, dann höre ich zuerst zu. Jetzt sind wir bei Führer, bei Leiter im Orchester. Ich höre zuerst zu und nehme das wahr, was hat das Orchester jetzt zu bieten? Auch habe ich sehr oft von einem Dirigenten gehört, bieten Sie was an bei Solo und so. Und wenn eine Führungskraft wirklich diese Zeit sich nimmt und ist so entspannt und sagt, jetzt gucke ich, was ist das Potenzial?
Wie ist das jetzt zusammen? Wie bringe ich das Orchester zu miteinander agieren? Bin ich der, der wirklich jede Note zu rechts, links rückt? Dann ist das, der hat das geführt, aber dann ist das nicht, sorry, das ist nicht mehr authentisch. Das ist befohlen. Guck mal, du sprichst auch über Wirkung sehr oft. Das ist auch keine Sache, man sagt, ja, jetzt muss man so und dann die Hände da so und hoch oder runter. Das ist alles richtig, was du sagst, aber das ist nicht mehr passend. Und dann bist du nicht der, wärst du Führungskraft, hättest du jeden Schritt befohlen und das ist in diesem Moment nicht so, glaube ich, zielführend. Okay. Jetzt haben wir uns ja in einem völlig anderen Kontext kennengelernt. Du warst nicht auf der Bühne, ich saß nicht im Publikum, sondern du warst Teilnehmender einer virtuellen Veranstaltung. Noch dazu ist die erste Begegnung, glaube ich, gewesen, wenn mich alles recht erinnert, da habe ich ein Webinar gemacht zum Thema VUCA Consultants gesucht. Oder war es über die Wirkung und Wahrnehmung von Menschen? Ja, weiß ich ja, nicht. Das war noch nicht VUCA, das war das. Okay. Ja, ja. Auf jeden Fall bist du dann in noch zwei oder drei Veranstaltungen gekommen. Ich habe gedacht, was will dieser Kerl von mir? Der ist doch Musiker. Ja. Was ist deine Motivation? Ich weiß ja inzwischen aus verschiedenen Begegnungen, die wir miteinander per Telefon, per Webmeeting hatten, dass du an ganz vielen solchen Veranstaltungen teilnimmst. Was ist deine Motivation? Warum machst du das? Ja, also ich weiß ganz genau, das war ein Montagnachmittag nach 17 Uhr, dein Webinar. Und mich hat in diesem Moment, ich kannte dich nicht, mich hat deine Stimme beeindruckt. Deine Wirkung, diese Art, ganz konsequente und nicht diese Hurra-Art. Also ich verlasse Veranstaltungen. Als Musiker bin ich ganz schlimme Teilnehmer bei manchen, wenn die Leute anfangen mit Es rum zu hantieren, ja, ganz viele Es und zu schnell gesprochen oder betreutes Lesen bei Webinaren. Und das ist ganz, ganz schlimm. Das hast du alles nicht gemacht. Du hast einfach von dich, von deiner Kompetenz und die Wirkung, wenn wir jetzt so reden, ein paar Minuten, weißt du, das ist das, was mich auch beschäftigt. Ich möchte nicht nur in Konzert kommen und ein paar Töne spielen und dann gehe ich nach Hause. Ich möchte mitagieren. Und das hat mich bei dir sehr beeindruckt, angesprochen. Darum bin ich immer wieder dazu gekommen. Ich fühle mich geehrt. Danke für die positive Rückmeldung. Ja, aber die Frage ist für mich noch nicht ganz beantwortet. Denn du nimmst ja auch bei Norbert Gläuber und bei anderen Leuten teil und guckst dir an, was die machen. Was ist das Motiv? Du bist Musiker. Was fängst du damit an, dass ein Norbert Gläuber dir erzählt, wie heißt dieses Deck, was du mir neulich vorgestellt hast, in einem Webinar? Nein, nicht jetzt zeigen. Das ist ein Streamdeck. Das ist für Organisieren. Also der Musiker ist auch ein Mensch. Und der Musiker hat auch seine Rechnungen, der Musiker hat seine Briefe, hat seine Kommunikation. Und wenn ich meine Zeit verbringe beim Suchen von Sachen, was ich auch von Tiki Küster mache, höre, ja, aufräumen hier, aufräumen da und Simplify Your Life und Jörg Knoblauch mit seinen ABC-Mitarbeitern, da frage ich mich, welche Mitarbeiter bin ich? Also das ist alles Leben. Also ich finde das überhaupt nicht weit von meinen hier. Ich war einmal in Stuttgart bei Personalkonferenz bei Jörg Knoblauch und dann habe ich mich auf den Rückweg gefragt, was für Mitarbeiter bin ich? Bin ich der in Orchester Teil, wirklich das leitet und das Organisieren, rhetorisches Auftreten, ich brauche doch das auch für meine Schüler. Ich verkaufe gute Lösungen. Und wenn ein Schüler sagt, ja, ich habe jetzt diese Grenze, wo ich nicht allzu kreativ bin, ich bin nicht so mutig, dann ist meine Aufgabe, den Mutiger zu Mut. Ich möchte nur eins richtigstellen. Ich habe nicht gesagt, dass das weit von dir weg ist. Ich habe nur gesagt, ich möchte verstehen, was deine Motivation ist. Und das interessiert vielleicht unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch. Ja, dann ist die Motivation einfach, dass ich möchte dann besser in der Schule sein, bessere Schüler erreichen, bessere Lösungen bringen. Meine, das klingt jetzt toll, musikalische Kompetenz weiterbringen. Und es gibt doch genug Leute, die irgendwas kennen, wissen, aber können das nicht weitergeben. Oder erreichen das nicht. Und
wenn ich mich vielleicht besser organisieren kann, so ist auch ein Vorteil. Und Ja, das klar. sind meine Motive bei solchen Sachen. Und ich kann ganz schnell eine Veranstaltung verlassen, aber ich kann auch bei einem bleiben und freue ich mich für die nächsten, wie bei dir. Danke. Lass mich noch mal kurz zurückkommen zum Thema Virtuosität, ein Privileg von Künstlern. Ich schaue jetzt mal hier auf das Blatt, was vor mir liegt. Wenn ich jetzt in Wikipedia zum Beispiel nachschaue, dann heißt es, ein Virtuose ist ein Musiker, der besonderes Talent besitzt, beispielsweise hohe Musikalität und zudem seine Fähigkeiten durch meisterhaftes technisches Können bis zur Perfektion entwickelt hat. Zitat Ende. Also, wenn man das liest, dann scheint es ja ein Begriff zu sein, der von und für Musiker gepachtet ist. Wenn ich jetzt weiter im Internet recherchiere und nach Erklärungen zum Beispiel des Adjektives, was ist virtuos, suche, dann findet man die folgende Beschreibung: Es ist eine souveräne, vollendete Beherrschung einer Sache, dann kommt eine Klammer, künstlerischen Fähigkeit erkennen lassend, meisterlich. Und diesmal scheint es irgendwie, wenn ich das so lese, eben doch ein Privileg von Künstlern zu sein, oder? Wie siehst Nein, du das? nein. Es gibt auch, also das, ich habe, das ist neulich habe ich auch gehört, ein Begriff virtuoses Unternehmen. Das sind keine Künstler, keine Musiker. Das ist einfach was wunderbar funktioniert, wo miteinander, wo die gut agieren, wo die ihre Produkte oder ihre Leistungen toll beibefördern. Alles. Da denke ich, hast du ein bisschen an diesen McDonald's-Film. Wie die einfach Abläufe getestet haben am kleinen Raum. Wie ist das, damit man das wirklich sehr gut macht? Alles ausprobiert. Also diese Virtuosität, die hast du auch bei, ich gucke das selten, aber habe gesehen, so bei irgendwelche Supertalent, das sind auch keine Musiker in diesem Moment, aber die machen irgendwas in diesem Moment, das ist unglaublich. Oder auch Zauberer und das sind Sachen, die auch nicht jeder kann. Also wirklich das mit den Ausdauer, Kreativität, Geduld und so, da kommt man zu der Virtuosität. Es gibt Du hast so eine schöne Formulierung vorhin gebracht. Ich gucke noch mal hier auf deine E-Mail. Kreativität ist der Sieg über die Gleichgültigkeit. absolut. Was für ein schöner Satz. Absolut. Das Danke heißt, für diesen. Ist der von dir? nein, nein, nein. Weißt du, von wem er ist? Das kann ich dir noch nachliefern und dann Nein, kommt das dann. ist nicht wichtig. Doppelname, ich weiß nicht, ob das der Korrespondenz Wolf von Rolf von ja. Da weiß ich jetzt auch nicht, von wem es kommt. Mir fällt da das Zitat ein. Gleich nach dem, der das Zitat erfunden hat, kommt der, der es zu zitieren vermag. Ja. Nochmal zurück, Virtuosität und Wirkung. Wenn es also kein Privileg von Künstlern ist. Ich spreche ja in unserer Arbeit hier im Skill Profile tatsächlich auch, wir sprechen über Fremdsprachen, über Sprachen und Dialekte. Wir sprechen über Frequenzen und Frequenzbereiche, Sensus, Corpus, Intellectus und Lingua. Oder ich spreche über Instrumentengruppen und Instrumente. Also wir sagen Sensus, das sind die Streicher, Corpus, das sind die Schlaginstrumente, die Rhythmusinstrumente, Intellectus, das sind die Tasten, alles sauber geordnet und gegliedert. Und Lingua haben wir die Blasinstrumente. Was bedeutet denn für dich virtuose Wirkung, losgelöst von der Musik? Dann komme ich, so erster Gedanke ist das Erreichen meines Gegenübers. Das ist für mich so erste Assoziation. Weil ich denke, das wäre, aber dann habe ich noch viel zu lernen bei der Kommunikation, virtuose Kommunikation. Umgehen, ich komme echt, du hast in deinen Interviews mal Fragen gestellt, kann man mit jedem? Kann ein Fotograf jeden fotografieren oder das hier, das? Das kann ich nicht, Andreas. Ich habe tatsächlich in seltenen Fällen gehabt, wir müssen uns trennen. Das bringt mich auf die Palme in diesem Moment. Da ist wirklich diese Interesse oder irgendwas ist, diese Gleichgültigkeit ist so groß, dass ich da nicht drüber kann.
Also praktisch, dann widerspreche ich, also dann kann vielleicht doch nicht jeder Musiker sein. Du hast ja so ein Motto, was deine Musikalität und also deinen Musikunterricht auch anbelangt. Möchtest du das uns kurz anvertrauen? Ich meine, nee, das SKA? das geht eher auf der Bühne. Das ist Okay. eine Wirkung auf der Bühne. Erklärst Das heißt, du es noch, wofür es steht, bitte? das heißt, sei kein Arschloch. Okay. Das hat nämlich mit Wertschätzung zu tun, mit Zuhören, und das gelingt mir sehr leicht auf der Bühne. Also ich höre sehr gerne zu. Ich genieße jetzt, wie am Wochenende werde ich mit einer Harfenistin spielen. Da werde ich sie am Klavier begleiten oder an der Orgel, oder ich spiele Klarinette mit ihr. Ich höre sehr gerne zu, und dann bin ich wirklich, sagen wir, ich kann was nicht, dann ist mein Ziel, das so gut können, dass sie nicht leidet darunter. Ja? Und dann sage ich nicht, ich zwinge, oder wie heißt das, werfe ihr nicht unbedingt was sie übernehmen muss. Nein, ich sage, das entsteht jetzt zusammen. Ein Stück, ein Auftritt. Und das ist sehr wichtig. Sei einfach Mensch auf der Bühne, das ist mir sehr wichtig. Das verbindet uns definitiv, Jerzy, denn mein persönlicher Angang, was die Kommunikation betrifft, ist ja tatsächlich diese Haltung, gestalte jede Begegnung so, dass es allen Beteiligten nachher besser geht. Wenn das gelänge, hätten wir geradezu paradiesische Zustände auf diesem Planeten und ein Drittel aller Stressquellen würde reduziert werden. Ich habe noch 50 Jahre, also ich denke, ich bin gut dran. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf, Ich Jerzy? bin Ich glaube, 54. 54, okay. Ja. Letzte Frage an dich. Ich will ein bisschen darauf achten, dass wir in der Zeit, also die 45 Minuten, nicht überschreiten, in der Zeit bleiben. Letzte Frage an dich. Gibt es von dir sowas wie Selbstlernformate? Irgendwelche Module, die ich kaufen kann, so wie Keyflow oder wie heißt dieses Keyflow, glaube ich, wo man dann mit einer App Klavier lernen kann? Gibt es sowas von dir auch? Nein, noch nicht. Ich habe überlegt über die Sachen. Also ist dieser Kontakt, dieser Austausch ist sehr wichtig. Es gibt natürlich ein paar Sachen, wo ich sage, das wiederholt sich immer, und das sind wichtige Momente, das braucht derjenige. Also vielleicht einfach kommt sowas wie ein Kurs oder ein E-Book. Also das ist nicht letzte Wort gesagt, auf jeden Fall. Aber sonst, ich agiere so wirklich so live, und dann ist das in diesem Moment. Kann ich noch Jetzt. was unbedingt was sagen? Das ist mir liegt mir sehr am Herzen, Na Andreas. klar. Das Publikum ist etwas älter geworden bei uns. Ich leide sehr darunter, dass nicht allzu viele junge Leute, Kinder, dass wir nicht erreichen. Und dann seit längerer Zeit besuche ich virtuell die Schulen. Schulen, Kindergärten, und dann spiele ich einfach Klarinette. Ich habe meine Begleitungen dabei. Ja, ich spiele Klavier. Ich antworte, das ist so reizend. Ich kriege so viele Fragen. Sage, jetzt stellt euch eure Fragen. Und dann fragen die mich, was war ihr peinlichstes Erlebnis auf der Bühne? Und wie lange sind sie schon Millionär? Und welcher Komponist ist denn? Und. Ich war vor 2 Tagen in einer Schule in Polen, nicht weit von meiner Stadt, wo Hammer. ich gelebt habe. Also das möchte ich jetzt in diesem Interview auch unbedingt sagen. Also alle Schulen sind herzlich willkommen. Bis nach Silicon Valley habe ich Kontakte über LinkedIn, und das möchte ich einfach schenken. Ist Was meine bietest du denen an, Yasin? Herzen, also eine Stunde einfach Begegnung mit der Musik. Ich spiele Klarinette, Klavier, Saxophon, antworte, und dann spiele ich von Bach bis Disney, Gershwin, Big Band, Filmmusiken, und zu Weihnachtszeit gab es Weihnachtliches, und das müsste ich gerne einfach die Welt schenken und hoffe, dass die Welt das annimmt. Das bringt mich auf die Idee, dass wir ja vielleicht auch mal so einen Livestream dazu organisieren können. Aber das klären wir dann nochmal separat. Bin sofort, in 10 Minuten bin ich startklar. Lieber Jerzy, ich danke dir sehr für dieses Inspirative, für diese impulsgebende Begegnung, für diesen Einblick in die Virtuosität des Musikers, von der jeder, der virtuos kommunizieren will, denke ich, eine Menge lernen kann.
Ich freue mich auf alles, was vor uns liegt. Bleibt gesund und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Alles Gute, Andreas. Vielen Dank. Dank. Viel Erfolg weiterhin. Danke dir. Ciao.